Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Skanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick Buchner an. Dieser hat über Groupon geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Groupon.de ist die Adresse für Sparfüchse, egal ob ortsabhängige, lokale Deals oder Gutscheine, für das Einkaufen im Internet. Man wird gewiss fündig. Es fängt an bei Vergünstigungen im Restaurantbesuch und hört auf bei großen Events wie einem Besuch im Theater oder bei einem Konzert. Groupon hat immer die aktuellsten Deals parat. Die Groupon Incorporated kommt ursprünglich aus Amerika und wurde im November 2008 gegründet von André Mason. Der Name Groupon setzt sich aus den englischen Worten Group und Coupon zusammen und erklärt ansatzweise, was die Plattform bietet. Einen Preisnachlass, also einen Coupon, wenn sich genügend Leute, also eine Gruppe, für den Deal interessiert. Seit November 2011 ist das Unternehmen an der Börse notiert, nachdem es zuvor eine mögliche Übernahme von Google abgelehnt hatte. Bei Groupon findet man zu allem Kategorien Deals. Der Unternehmer erhofft sich dadurch mehr Kunden, eine Umsatzsteigerung und eventuell sogar neue Stammkundschaft. Der Gutscheineinnehmer bekommt Rabatte, bei denen er Geld sparen kann, im Optimalfall also eine Win-Win-Situation. Das sind also Angebote, die nur für bestimmte Geschäfte in einer Stadt, falls Filialen vorhanden sind, auch in mehreren Städten, gelten. Lokale Deals variieren dementsprechend auch stark. In kleinen Städten findet man da häufig nur einen oder zwei gute Deals, während in Großstädten die ganzen Kategorien prall gefüllt sind. Sehr praktisch, auf einer Karte werden mit Pins direkt die Standorte der Deals markiert. Hier findet man also lokale Restaurants, die ein Menü im Angebot haben, Beauty-Behandlungen reduziert oder eben Theateraufführungen zum 2-für-1 Preis. Diese Deals sind also dann interessant für jedermann, da sie nicht mehr an bestimmte Städte gebunden sind, sondern an das Online-Geschäft. Vom Elektronik, Haus und Garten, Damen- und Herrenmode, Kinder, Schmuck, Beauty, Sport, zu Lebensmitteln, Haushaltsprodukten und bis hin zum Auto gibt es hier alles. Hier geht es also um allgemeine Deals, wo man meistens Ware vorfindet zum reduzierten Preis. Bei der nächsten Urlaubsplanung kann man ja einfach mal Groupon einbeziehen. Das sind viele Hotels vertreten aus Deutschland und Europa und noch weitere internationale Kandidaten. Da findet man eben Hotelreservierungen mit vergünstigten Konditionen oder schon komplette Reisen im Angebot. Nationale Deals sind Angebote, die man in ganz Deutschland findet, entweder weil das Unternehmen ein sehr großes Netz an Filialen hat oder weil der Deal im Internet stattfindet. Auch hier sind alle Kategorien vertreten. Unter Events findet man Theater, Konzerte, Freizeitangebote wie einen Freizeitpark oder Ballonfahrten und andere Shows und Veranstaltungen. Gutscheincodes verwendet man beim Einkauf im Internet. Der Code sorgt dafür, dass man am Ende Rabatte auf den gesamten Einkauf bekommt oder auf bestimmte Teile des Einkaufs. Hier findet man häufig Codes für große Online-Shops wie Douglas, Parfüm Dreams, Expedia, Bonprix, S. Oliver, Deichmann und viele weitere. Um von den Preisnachlassaktionen, Rabatten und Gutscheincodes profitieren zu können, muss man sich einen Groupon-Account anlegen. Anschließend wählt man über Groupon den Deal aus, den man haben möchte, bezahlt diesen und löst ihn in Geschäfte ein. Wenn es sich um einen Deal handelt, für einen Kauf im Internet bekommt man einen Promocode, den man dann im Shop einlöst. Handelt es sich um ein Angebot für ein lokales Geschäft, wie ein Restaurant oder Friseur, so bekommt man einen Gutschein, den man sich ausdrucken kann. Bezahlen kann man mit einer SEPA-Lastschrift, per Sofortüberweisung, mit Kreditkarte, per Bankeinzug oder mit PayPal. Wenn man einen Deal gekauft hat, aber nicht beansprucht hat, so kann man sich das Geld vom Coupon gutschreiben lassen. Dafür muss man sich an den Support wenden und den Fall schildern. Diese sollten dann das Geld zurücküberweisen. Das Geld geht allerdings nicht zurück auf das Bankkonto oder zu PayPal, sondern bleibt bei Coupon auf dem eigenen Account. Damit kann man dann also einen anderen Deal beanspruchen. Was man beachten muss, Deals verfallen. Man sollte auf jeden Fall das Verfallsdatum beachten, denn wenn man das nicht einhält, bekommt man das Geld auch nicht mehr vom Coupon zurückerstattet. Coupon betreibt Empfehlungsmarketing. Das bedeutet, dass man als Affiliate-Partner mit Coupon noch Geld verdienen kann, und zwar bis zu 10% Provision. Bedeutet, wenn ich einen Freund über einen Empfehlungslink zu Groupon bringe und dieser dort einen Deal kauft, so werde ich in Form einer Provision an diesem Verkauf beteiligt. Das Ganze kann man natürlich ausweiten und nicht nur innerhalb des Freundeskreises machen. Man kann auch gewisse Bannerwerbung auf seine eigene Homepage einbinden oder andere Marketingstrategien verfolgen. Groupon kenne ich nun schon seit bestimmt 2 Jahren und habe da immer mal wieder einen Deal beansprucht. Meistens handelt es sich dabei um Artikel, die ich zu mir nach Hause bestellt habe, wie zum Beispiel damals das neueste iPhone. Der Code hat anstandslos funktioniert und nach einigen Tagen hatte ich das Ding zu einem unschlagbaren Preis. In Sachen Restaurantbesuchen bin ich eher zwiegespalten und das werden viele nachvollziehen können und bestätigen.
Wenn man da mit einem Gutschein auftaucht, habe ich das Gefühl, man wird schlechter behandelt. Viele sagen auch, dass Portionen dann kleiner werden. Und dafür kann Coupon nichts, aber es sind einfach allgemeine Erfahrungen, die viele gemacht haben und so auch ich. Allerdings habe ich dafür absolut kein Verständnis, schließlich hat sich der Betreiber entschieden, einen Gutschein anzubieten. Von solchen Deals habe ich also Abstand gehalten, alles was mit Essen und Getränken zu tun hat. Cool wiederum sind die Freizeitangebote, da habe ich mal relativ günstig Lasertag spielen können, bei Coupon sollte man aber nicht wahllos Deals kaufen. Wenn man sich nicht beansprucht oder vergisst, dann wirft man Geld aus dem Fenster. Auch wenn man es sich aus seinem Konto zurückholen kann, ist man immer noch daran gebunden, etwas über die Seite zu erwerben. Ansonsten habe ich eigentlich bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, das mit den Restaurants und Lokalen ist eben so eine Sache für sich. Da muss jeder selbst entscheiden, ob man probieren möchte oder eben nicht. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.